Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute mit dem J. Chris. Hey, Leute. Guten Tag. Ich habe ja gesagt, ich möchte in Zukunft meine Videos auch eher so ein bisschen fahrzeugzentrisch. Wo fahren wir denn lang? Noch weiter links oder eigentlich? Ja, würde ich schon sagen. So ein bisschen fahrzeugzentrischer zu machen. Und heute habe ich mich dazu entschieden, zwei neue Fahrzeuge zu zeigen. Quasi einmal den Jagdtiger. Der ist komplett Stock. Den habe ich auch noch nicht gefahren. Den habe ich eben gerade gekauft. Und den Ferdi. Den habe ich aber tatsächlich schon gefahren. Mir wurde hart von diesem Fahrzeug hier abgeraten, aber ich dachte mir, ich finde den eigentlich, als Gegner finde ich den immer ein bisschen trollig, deswegen finde ich den wahrscheinlich auch ganz gut, aber müssen wir mal gucken. Hier schon rein, oder? Ja, kann man machen. Also ich finde ihn gut, ich habe ihn ja komplett ausgebaut und ich habe auch irgendwie eine 1.4er, 1.5er KD mit dem. Schon einige Runden gehabt, wo ich halt 5, 6 Kills gemacht habe, ohne zu sterben, also es geht schon. Also ich finde ihn halt von vorne sehr schlecht killbar. Also ich beiß mir da öfters die Zähne drauf, dran aus. Also ich mag den als Gegner nicht gerne, deswegen hoffe ich, dass ich ihn ordentlich spielen kann. Und in der Seite ist der halt auch total verwundbar, aber darf dann halt einfach nicht passieren. Ja, dem Gegner mal die Front zeigen. Aber er ist mobiler als erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe nicht viel erwartet. Wenn er immer rollt, dann rollt er, ne? Ja. Er ist halt auf 75 Tonnen schwer, das ist schon krass. Achtung, da vorne. Oh ja. Boah, scheiße. Ich glaube, das ist einfach an dem Ding hängen geblieben. Also direkt geradeaus. Ich war's gefahren. Hinter der Leiche, ja, ich guck. Quasi. Ja. Und der ELC wird jetzt gleich aufgehen. Bitte. Gleich auf mich. Weißt du, das ist halt auch geil. Da fährt ein Marder rum und wir sind halt so ein Zweiten Weltkriegskrüppel. Ja. Ja, die ist halt den IS getötet. Okay. Joa, ne? Ich dreh mal so ein bisschen nach da ab, glaube ich. Best postieren wir uns irgendwo und warten auf die Gegner. Ich glaube, mit dem Ding halt wirklich jagen ist schwierig, außer man macht halt eine. Wie nennt man das? Da gibt es auch ein Wort für, weil man einfach wartet irgendwo. Ein Hinterhalt? Nee, beim Jagen gibt es da irgendein Wort für. Ah, okay, na, ich. Noch nie Tiere gejagt, also. Ich auch nicht, aber. Aus Filmen. Ha, aus Film und Fernsehen. Rundfunk und Fernsehen. Falls es jemand weiß, nicht unter Schaden bringen. Der immer noch ein Spiel, das habe ich. Hab ich, okay, irgendwann mal bei Epic mitgenommen für kostenlos. Dieses Jagdspiel. Ich glaube, es kam von rechts, oder? Ich meine, es kam von rechts, ja. Was war, genau, was hier? Call of the Wild, oder wie das hieß? Will ich ja auch nochmal ausprobieren. Wobei, das ist wohl nur richtig geil, wenn man einen Arsch voll DLCs halt ausgibt. Also. So, ich gucke jetzt mal vorsichtig um die Ecke. Die komische Säule da. Okay, dann gucke ich weiter die Straße runter. Also ich sehe jetzt hier rechts nichts. Oh. Der kam von links, also das ist hinter dir. Oh, scheiße. Ja, richtig scheiße, ne? Ja, ja, ja. Alter! Kacke, ich hätte mich sofort richtig drehen müssen. Ich habe gedacht, der schießt gleich und wollte ihm ein bisschen Winkel zeigen, aber gut, bringt halt nichts von der Seite. Ja, nice. Nee, Ferdinand. An, Ferdinand. Ja. Aber das ist halt das Los eines TDs. Ja, jetzt Stadtmaps sind jetzt nicht so seins. Nee. Ist aber halt auch schwierig. Wir könnten jetzt natürlich irgendwie 5 Runden ausprobieren, bis mal die richtige Map kommt, aber da haben wir ja auch nichts gewonnen von. Ja, also dann bekomme ich vorher bestimmt Hunger und will dann was zu Abend essen. Das ist auch noch so eine Sache. Ich habe nämlich auch noch nichts gegessen. Okay, der ist noch langsamer.
Ja, der ist meine Nummer. Ist ja auch schwerer. Nee, der ist leichter, hat aber auch weniger Leistung. 65 Tonnen und der andere hat 75. Ja. So. Aber auch nur 530 PS im Ferdinand gegen 700 im Jagdtiger. Ja, 400. Ich habe ausgebaut, also. 469 hat der Ferdinand. Meiner hat 530, aber meiner ist halt ausgebaut. Ja, ja. Halt die Frage, ob es so clever von uns ist, dass wir beide mit einem starren TD fahren. Vielleicht sollten wir uns da anders aufstellen. Als ob wir jemals etwas machen würden, was nicht clever ist. Rechts neben uns ist gerade der Kollege geplatzt. Und mein Killer lebt immer noch. Okay, werde ich mich auch direkt vor uns. Ich habe verschossen. Ich nicht. Sehr schön. Das war sogar außer. Aus der, hier, aus der Fahrt, aus dem Third Person. Einfach vorne drauf gerotzt. Ja, stimmt, rechts von uns ist der T-44, ja. Schön ist, der hier lädt schnell nach, weil er nur die Pantherkanone hat. Das heißt hier nur, die ist gut. Ja, der schießt schon wieder Richtung A. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wahrscheinlich wird er gleich hier langkommen. Stell mich mal kurz ein Stüpfen. Wie versetzt, aber ich hoffe, der hört mich jetzt nicht. Mehr? Wenn der jetzt gleich hinter uns kommt, raste ich aus. Ich glaube, der wird von einem von unserem Spawn aus beschossen. Ja. Ja, er ist raus. Okay. Dann ist gut. Ja, kommt, dann nehmen wir einfach die Straße da weiter und fahren Richtung B. Okay. Zwar die breiteste und unschönste Straße, aber geht. Guck mal, da steht mal eine Leiche. Wie schön. Rechts vor uns wird gerade gesmoked. Ich überlege, ob das. Ja, ich hab's gehört, aber es könnte auch unser gewesen sein. War nicht unserer von der Richtung her. Okay, dann jetzt direkt mal nach rechts abdrehen. War mal eine Straße weiter. Ja. Ja, also hier hinten ist gerade was durchgefahren. Aber da komme ich jetzt nicht hin, dafür bin ich zu langsam. Ja, hier stehen nur Leichen. War weiter. Versuche ich die da vorne mal anzufangen. Zeigt euch, zeigt euch. Links neben mir ist ein Gegner definitiv. Okay. Frage, drehe ich jetzt rein oder nicht? Hilft ja nicht. Boah, nicht. Aber so richtig mobil ist der ja auch nicht. Also, Scheiße, jetzt ist der auch tot. Der, die Weibern hat ihn gekillt. Ach, komm, Leute. Wie ist auf jeden Fall? Ist das mit unserer Hand? Ist alles Matsch. Jetzt quasi beim gegnerischen Spawn schon fast, also. Ich könnte hier mal einen Moment stehen bleiben, aber viel verspreche ich mir nicht. Na, ich ramme mal so ein bisschen in deine Richtung. Ich kann mich natürlich KC wird gecapped. Mich natürlich wieder in den Park stellen, wo ich letztens stand. Weißt du, bei C sind, ist die Runde wahrscheinlich vorbei. Ja, ist ein bisschen blöd. Keine gute Runde, aber auch keine gute mit TDs.
Nicht für so schwere Fette, nee. Da ist es bei euch auch so windig heute. Ja, windig, dann immer abwechselnd Sonnenschein und Regen. Das ist echt nervig. Bei uns reißen sie echt die Bude ab. Also, bis zu 90 km/h mit Böen. Schon keine Gegner mehr gesehen, das ist echt traurig. Dabei leben noch einige. Da hinten tackert ein Flak bei dem am Spawn. Ne, keine Gegner. Da ist einer. Das ist mir. Oh Gott. LOL. Wie ist der nicht draufgegangen, bitte? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht gesehen. Und jetzt werde ich von dem gegnerischen Flugzeug angeflogen. Oh, das wird wehtun. Okay, ich gehe da mal in den Park. Ja, ich komme kurz hinterher gefahren. Jetzt muss ich was Leichtes nehmen, sonst bin ich eh nicht rechtzeitig da. Ah, wo sind die denn? Guck mal, 10 wird wieder. Ja. Und ihr Radar hat schon aufgeräumt. Dann werde ich mich mal dahin orientieren. Da fährt schon einer hin. Wobei, da fährt man noch Flak hin. Ach, ich fahre einfach erstmal in die gegnerische Richtung. Also, ah, bei A ist was. Ah, das ist meins. Den hole ich mir. Ich guck mal, ob die zwei Heavys, die da kommen, in meine Richtung fahren. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich rechne mit einem Heavy. Auf jeden Fall nach drin. Nein, die DCA soll weggehen. Geh weg. Okay, ein IS habe ich. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Und einen zweiten habe ich auch. Noch ein klein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Und dann habe ich aus dem Rücken bekommen. Okay. Augen auf die Karte. Hier bei mir. Ja, von mir ist so ein israelischer Sherman. Also. Der hat mir die Kanone gezogen. Ach, guck mal, ich habe den entscheidenden Schlag geliefert. Toll. Nur nicht mit dem Fahrzeug, mit dem ich es machen wollte. Naja. Gut, dann hoffe ich jetzt, dass wir irgendein schönes Match mit einer ordentlichen Map kriegen. Boah, Einstieg, okay. Ach, guck mal, was habe ich denn da bekommen? Eine Versorgungskiste. Ja, für das aktuelle Event, dieses Bau-Event wieder. Wieder so ein Quatsch. Ja, es ist schon wieder soweit, ja. Macht da eh nie mit. Ich weiß auch gar nicht, wie die funktionieren, ehrlich gesagt. Bis heute. Nein, du sammelst das, du baust dann was und dann regst du dich auf, dass du nicht genug bekommst und dann musst du dir Sachen im Marketplace kaufen, damit du genug hast. Toll. Und dafür kriege ich dann ein Fahrzeug, das irgendwie einen Euro kostet oder so. Nee, die werden wahrscheinlich teurer sein. Wohl das Top-Fahrzeug mit dem weiteren T-72 ist gar nicht mal so schlecht. Oh, wir sind Top-Tier. Okay. Ja, ist trotzdem die Frage, wo wir hinfahren. A oder C ist halt... Fahren wir nach C, da weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Okay.
Weiß nicht, A finde ich immer so unübersichtlich. Und wenn von der anderen Seite. Ah, es geht, es geht. Ah, guck mal, wie nett. Wir haben auch schon mal keine Gegensonne, das ist schön. Ist er eigentlich schwerer als ein normaler Tiger? Wahrscheinlich, oder? Ja. Wohl nicht viel. Der normale Tiger 2 wiegt 68 Tonnen. Was fahren wir denn? Na doch, die Israelis könnten uns gefährlich werden, die haben Heat. Die Russen eigentlich nicht so. Wir lassen einfach den Russen vorfahren. Nee. Lesen. Ja, mach mal den Scout. Ja gut, aber ich würde sagen, wir würden sollten außenrum fahren. Ja, wäre ich auch für. Wir sollten von so wenig Seiten beschossen werden wie möglich. Ja. Ballert schon im MG. War nicht nach dem Fickel aus, glaube ich. Schneller wäre schon schick. Gar nicht mal so viel. Irgendwie so 5 km/h irgendwie oder einfach ein bisschen mehr Leistung, um den Berg hochzukommen. Warum schießt du denn schon? Du siehst doch niemanden. Ja, doch, anscheinend sieht er da jemanden. Ja, aber So, da in die Richtung. weiß auf jeden Fall jeder, dass wir auch da sind. Warte, Da kommt. kommt Artillerie, ja. Fahr nach rechts außen noch ein Stück. Okay. Au. Und wo? Keine Ahnung, irgendwo von links vorne auf jeden Fall, weil mein Geschützverschluss ist kaputt. Und ich glaube, ich habe Crew verloren. Ja, 2 Crew habe ich verloren. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt schieße, wird wahrscheinlich meine Kanone hochgehen. War das schon Erstmal mal. kein Gegner. Erstmal kann man auch raus. Und ich habe einen von hinten rechts reinbekommen. Ich glaube, hier ist was. Fuck. Das ist ein M18 oder sowas Ich sein. seh's. Er sieht mich aber, glaube ich, nicht. Dreh dich schneller, du Kackmöhre. Boah, ist das Ding langsam. Wer noch so mit mir beschäftigt. Oh, du bist jetzt so am Jetzt Arsch, nicht Junge. mehr. Oh nein, ich konnte nicht schießen. Er sieht mich immer noch nicht. Ich kann nicht mehr schießen. Warum kann. Fehlschuss. Oh, ich. Ja. Der Geschützverschluss ist orange und ich kann nicht schießen. Und er ist Ja. geplatzt. Ja, und das PT hat mich jetzt erfunden. Oh Mann, Vielleicht bin ey. ich extra in ein leichteres, schnelleres Fahrzeug gefahren. Boah, also. Nicht sehr zuverlässig, das gute Stück. Mir gab meine KD mit dir kaputt, ey. Gut, dass ich nicht auf KDs achte. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal wirklich eine KD ausgerechnet hier. Und auch bei dem habe ich es gemacht, einfach weil ich es wissen wollte. Weil es sich gut angefühlt hat, irgendwie die Runden. Die meisten, nicht alle, aber. Counter-Strike und sowas. Da mache ich das oder bei, was weiß ich, irgendwelchen Shootern halt, aber. Ja. Und so. Ja, ich hab's aufgeklärt. Firefly. Naja, gut. Immerhin schon mal der M18, der uns genervt hat. Verdi muss es richten, habe ich gehört. Aber den anderen kann ich nicht sehen. Den sehe ich denn nicht. Müsste ja genau da stehen. Ja. Der nimmt seine Tarnung, sieht dem Stein sehr ähnlich. Vor allem im Schatten. Ah, sehr schnell ist raus. Schade. Aber trotzdem nicht. Ah, da hat. Naja, gut, ich konnte nicht sehen, da war noch ein Stein dazwischen. Okay. Aber gut, der Ferdi hält ja ein bisschen was aus. Also.
auch. Ja, vor allem, wenn du noch leicht winkelt. Ich bin ja nicht komplett ungeschützt. Muss ich aber jetzt schon sagen, der Ferdinand gefällt mir besser als der. Ist der Jagdtiger. Und der Kanone macht der einfach. Jagdtiger mehr Spaß. Was ja natürlich auch persönliche. Hier steht einer direkt an dem Stein. Jetzt mal gucken, dass ich das Flugzeug hier ein bisschen wegmache. Bis jetzt hier. Schleuder. Okay. Scheiße. Schusshilfe. Nee, keine Heat. Doch, der hat Heat. Nee, hat er aber nicht geschossen. Also der hat nur Heat oder HE. Okay, das war aber dieser sehr kurz. Wow, und er ist direkt danach draufgegangen, wie immer. Das war, die sah sehr rund aus, das ist ja jetzt nicht nach einer klassischen Heat aus. Ja, der hat die, der hat keinen Heat FS. So. Also nicht die normale Heat und nicht die, die stabilisiert ist. Ach so. Mit dem Kugelblitz arbeiten. Ah, nee, das war nix. Die dritte Runde muss die beste werden. Ein Kill habe ich nur gemacht. Jetzt würde ich mich sogar mit den Panzern über Fulda freuen, glaube ich. Oder so. Komm, schick ein Flugzeug. Ah, ich räume mal Richtung C und verstecke mich dort. Da scheint wohl noch was zu sein zwischen. Ja, da war was, ja, ist aber raus. Ah, schade, ey, das hätten wir auch killen können. Ja. Das stimmt. Mal Artillerie auf B. Ich fahre mal so ein bisschen in die Stadt rein. Okay, treffe ich dich da. Okay. Oh, da ist was. Oh, das ist aber schlecht. Das ist groß, das ist unangenehm, das ist russisch. Kacke, okay, jetzt wird's hier unangenehm für mich. Ich bin da, ich bin da. Ja, da kannst du auch nichts gegen machen. Hier ist, also entweder ein 100, 4400. Da ist noch was. Oder ein IS irgendwas. Also auf jeden Fall schwieriger zu killen für uns. Oh, und da ist er. Ja. Und er hat mir den Antriebsstand zerlegt. Ah, verdammt. Dann sehe ich nicht, der ist für mich hinterm Haus. Ah, und vor mir ist auch noch was. Jetzt wird's aber unangenehm. Was ist, wo ist denn der? Neben mich. Oh, da sehe ich was. Ey, warum werde ich denn hier geschossen? Wir haben. Oh, fünf. Ah, doch, jetzt. Ah, war doch eine IS. Nee, die Hunde. Ich sollte einfach nicht mehr aufnehmen. Ich sollte nur noch aufnehmen, wenn andere Leute aufnehmen. Ich glaube, Seras wollte jetzt auch noch was aufnehmen. Wenn wir schon kurz nach 6 haben. Gleiche. Glaubst du, das hilft? Ich habe ihm den Turm leer geräumt, ja. Okay. Und jetzt die Abschusshilfe geholt. Was war denn das jetzt? Ich habe leer geschossen. Achso. Ich habe gedacht, es war die Wut auf den Hügel. Nee, ich habe nur 16 Schuss, habe ich die leer geschossen. Ja, die Kugelblitze lädt relativ langsam, macht direkt vor dir links. Jo. An der Wand.
Und hinten dran auch noch mal einer. Oder war das gerade nur ein komischer Schatten? Oh, vielleicht vorne. Jetzt von vorne kommt auch noch einer. Was ist kurz an meinen Schütze? Ja, und der Tiger so, I don't give a fuck. Alter, der Tiger. Von rechts auch noch einer. Tiger 2 fährt einfach weiter. Das bockt ihn halt wirklich überhaupt nichts. Dreht den Gegner jetzt den Rücken zu und ist tot. Typischer Tiger. Ich geh nochmal in die Luft. Okay. Oh, was ist das für ein Fahrzeug? Was wird das denn? Bist du denn dann jetzt? Wahrscheinlich der letzte von allen. Bevor es wieder vorne anfängt. Ich würde sagen, diese Runde überrennen sie uns ein bisschen. Joa. 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 Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Sieht so komisch aus. Weiß nicht. Weiß noch nicht, ob ich die mag. Gegen Ground Targets ist die super gut. Schießt ziemlich genau. Das stört mich tatsächlich an der. Wie heißt sie? An der Mosquito XA-38. Nee, Grizzly. Grizzly? Ich weiß nicht mehr, wie meine Flugzeuge heißen. Es gibt bei den Amerikanern irgend so ein Premium-Gedöns. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Auch mit einer. Irgendeiner großen Kanone vorne drin. Die sprayt total. Ich weiß auch nicht, welche du meinst. Ich bin Amis, habe ich nie eine mit großer Kanone gespielt. Okay, Abschusshilfe nehme ich mit. Ich glaube, die heißt XA 38 Grizzly. Ja. Was hatten die vorne drin? Ist er halt oft 3-7. So. Ah, okay, na gut. Was hat die denn da drin? Sie ist halt die Kanone, die 50er, die auch der Panzer 3 zum Beispiel hat. Geil. Ja, die Grizzly hat eine 75er drin. Ah, okay. Okay. Sie ist nur eine 50er. Ist aber halt nicht so wendig und so nicht so schnell, logischerweise auf 3-7. Wäre doch schöner. Und wem das noch zu klein ist, für den gibt es ja DP 108 mit der 105er oder so. Hm. Sehr gut. Nein, 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 okay. Ja, das war auch mein letzter. Ja. Die Frage, naja, bei halbe Stunde, ich glaube, eine weitere Runde werden wir nicht schaffen. Dann würde ich sagen, lassen wir es bei heute, ey, ich werde das Ding erstmal ausbauen, dann gucken wir mal weiter, aber ich könnte mich dran gewöhnen an die Fahrzeuge, aber ich glaube, Ferdinand wird mir mehr liegen als die, als der Jagdtiger, weil ich glaube, der lädt die Hälfte nach oder so, ne, gefühlt zumindest. Oh, noch, ich glaube, so fast ein Drittel. Ja. Das, da muss ich mittlerweile sagen, da. Es kommt ein bisschen aufs Fahrzeug an. Bei der IS-2 habe ich nicht so das Problem mit. Bei den Deutschen irgendwie schon. Ich weiß nur nicht warum. Also irgendwie gleicht sich's da nicht aus. Okay, ja. Also ich mochte den Jagdtiger, aber ich mag auch den Ferdinand. Ich bin ja generell ein Fan von solchen Fahrzeugen. Ja. Na, ich so kommt drauf an. Also ich bin da sehr schnäkig, aber gut, der Scorpion oder so ist ja auch nichts anderes. Der ist halt nur viel schneller. Und nicht gepanzert. Aber ja. Ich weiß, aber ich wollte die halt unbedingt ausprobieren, weil ich sie als Gegner hasse. Weil ich scheitere immer an denen. Wenn man die ordentlich fährt, sind die nämlich richtig fies.
stimmt, ja. Wie gesagt, ich habe ja schon meine 5 Killrunden mit den Jagdtiger gehabt und so. Und gute KD mit ihm. Ja. Das geht schon. Naja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.